Hi meine Lieben, heute habe ich mal wieder einen etwas anderen Haul für euch. Und zwar war ich in Düsseldorf und habe da Freunde von mir besucht. Und vielleicht wisst ihr es ja, in Düsseldorf leben die meisten Japaner in ganz Deutschland. Und deshalb gibt es da eben auch ganz viele japanische Supermärkte und Restaurants und alles mögliche richtig tolle Sachen. Also wir haben echt ein schönes Wochenende dort verbracht und mein Herz schlug höher, weil es einfach so toll da war. Naja, und jedenfalls habe ich jetzt im Supermarkt mir viele verschiedene Sachen gekauft. Süßigkeiten und herzhafte Lebensmittel, alles Mögliche. Und ich dachte mir, bevor ich das Ganze aufesse, zeige ich euch das mal schnell. Vielleicht interessiert euch ja, was ich so für Geschmack habe, also was mir so gefällt von diesen Sachen. Und vielleicht kann ich euch ja auch inspirieren. Vielleicht habt ihr schon sogar was von diesen ganzen Sachen probiert und möchtet gerne auch eure Meinung dazu schreiben. Dann könnt ihr es gerne machen. Und ich verlinke auch nochmal die Links zu allen Produkten, die ich im Internet finden kann, in der Infobox. Denn manche kann man auch bei Amazon kaufen und dann habt ihr die Links alle schon da, falls euch halt was interessiert. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß dabei! Die meisten Sachen habe ich in einem neuen Supermarkt gekauft. Der hat, glaube ich, erst vor kurzem aufgemacht, nämlich der Hanado-Markt. Der war ziemlich groß und da gibt es alles Mögliche, also nicht nur japanisch, sondern auch thailändisch, chinesisch. Einfach alles, was das Herz begehrt, auch frisch zubereitete Sachen. Also der war wirklich, wirklich toll. Und los legen wir mit den Sachen. Zuerst habe ich ein Geschenk mitgebracht für diejenigen, die auf unsere Katze aufgepasst haben, als wir weg waren. Und zwar ein Pokémon Curry. Das habe ich selber noch nicht gegessen, aber ich weiß, dass die japanischen Curries halt recht mild sind, wenn man die gerne mag und sich die auch aussuchen. Es gibt natürlich auch scharfe, aber ich bevorzuge auf jeden Fall mildes Essen, weil ich ein bisschen empfindlich bin, was Schärfe angeht. Und da dachte ich mir, ist das super cool. Man muss das dann, also hier sind zwei Packungen, einfach dann zum Reis dazugeben und dann kann man es schon essen. Und dieses Design alleine ist ja auch wohl mal super cool. Steht da was drauf? Man kann das einfach im Wasser erwärmen oder in der Mikrowelle sogar machen. Für uns selber habe ich auch ein Curry gekauft und zwar dieses Vermont Curry. Das hatte ich schon mal und zwar in der normalen Sorte. Und dieses hier ist jetzt ein bisschen specialiger, nämlich Apple und Honey. Das ist so wie so ein Brühblock, so ein ganz großer. Den kann man dann durchschneiden und einfach so, je nachdem wie der Geschmack ist, das dann halt sich selber zusammenmixen. Also halt je nachdem wie intensiv die Brühe sein soll, mehr oder weniger davon. Und das schmeckt auch super gut. Man kann dann einfach ein paar frische Sachen dazugeben, zum Beispiel Möhren eignen sich gut oder Kartoffeln und Kürbis oder sonst irgendwas, vielleicht ja auch sogar frische Äpfel und das kann man dann auch wieder mit Reis essen und es schmeckt einfach hervorragend. Wenn wir in der herzhaften Rubrik bleiben wollen, dann zeige ich euch auch nochmal Gewürzpasten. Die hat mein Freund sich ausgesucht und zwar diese beiden. Die sind jetzt allerdings nicht japanisch, sondern ich vermute mal chinesisch, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und zwar sind das einfach so Pasten, die ihr erwärmen könnt und dann über das Essen drüber geben. Einfach so im Wasserbad erwärmen. Mehr braucht man gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und da gibt es dann einmal Tandoori Tikka, also so ein bisschen indisch. Und auch nochmal wieder ein Curry. Und zwar ist dieses hier ein bisschen schärfer, hat aber auch so einen leicht nussigen Geschmack. Und deswegen hat er sich diese beiden ausgesucht und ich bin mal gespannt, wie diese schmecken. Was natürlich nie fehlen darf, wenn ich einkaufen gehe, ist Miso-Suppe. Ich liebe Miso-Suppe. Ich könnte den ganzen Tag Miso-Suppe trinken, essen, wie auch immer. Ich finde das einfach super, super lecker. Auch im Restaurant hole ich mir die meistens. Ich habe auch schon mal versucht, eigene Miso-Suppe zu machen, ein paar Mal. Aber ich kriege es einfach nicht so gut hin, wie diese Fertigdinger schmecken. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, keine Ahnung. Diese Fertigdinger schmecken einfach viel besser. Und das ist jetzt sogar mit frittiertem Tofu. Da sind grüne Zwiebeln drin, Algen und eben diese Dashi-Brühe. Und ihr seht schon, 8 Portionen sind da sozusagen drin. Eine habe ich schon gegessen. Und es gibt halt diese Würzmischung sozusagen. Und dann gibt es nochmal im Extrabeutel halt die Dashi-Paste. Und das mache ich dann immer in so einer kleinen Schüssel fertig und esse das dann gerne abends. Weiter geht's mit etwas, das ich mir vorher noch nie geholt habe. Und zwar so einer fruchtigeren Gewürzmischung schon fast, sage ich mal, für Reis. Das kann ich vorher gar nicht und das hat mich irgendwie so inspiriert. Also wenn ich das richtig verstehe, sind hier ganz viele verschiedene, sozusagen frische Sachen drin, die man dann einfach in den fertigen Reis gibt, umrührt und dann ist das Ganze schon fertig. Und hier steht drauf, dass da Karotten drin sind, Lotuswürze, Shiitake-Pilze, Kürbis, so ein paar Gewürze halt, Essig, Sojasauce und so weiter. Algen sind da drin, Sesam,
alles Mögliche, klang auf jeden Fall gut. Und so wie das Bild mich inspiriert, werde ich dann auch Avocado und Lachs dazu servieren. Und ich hoffe mal, dass das gut schmeckt. Also, falls jemand von euch sowas hier schon kennt, sagt mir doch mal, wie das schmeckt. Also, das werde ich dann demnächst zubereiten. Dazu kann ich leider noch nicht ganz so viel sagen. Zunächst kann ich euch jetzt schon ein bisschen mehr sagen. Und das sind diese Kaubonbons. Mein Katakana ist ein bisschen eingerostet. Aber ich hoffe, hier drauf steht Haichu. Was dann wahrscheinlich so viel heißt wie, also kauen, wahrscheinlich von Chewing, also solche Kaubonbons. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten und die kannte ich schon vorher und die liebe ich. Also zum Beispiel gibt es hier Banane oder Traube, Erdbeere und Apfel auch noch. Und die schmecken richtig natürlich, sind halt von der Konsistenz ein bisschen härter, eben solche Kaubonbons. Und ich finde die richtig, richtig toll. Also die kann man sich immer mal wiederholen. Dann hat mein Freund sich noch was in dem Supermarkt ausgesucht, und zwar diese Puddings. Die kennt ihr wahrscheinlich, weil es die in vielen asiatischen Läden gibt, nämlich diese hier in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Das ist ja immer so ein 6er-Pack. Und ich weiß, dass viele die gerne mögen, diese Cocoon oder Cocoon-Joghurt-Puddings. Es ist eigentlich eher ein Pudding. Puddings. Aber ich mag die nicht so gerne. Ja, irgendwie ist es echt Geschmackssache, weil die von der Konsistenz echt so ein bisschen härter sind. Also wenn man so einen Löffel reinsticht, dann bleibt er stehen. Das ist halt richtig fester Pudding. Und da sind Fruchtstücke drin. Wobei ich finde, dass die Fruchtstücke richtig lecker schmecken. Das sind dann so eingelegte Früchte. Die fand ich sehr cool. Aber dieses Drumherum, dieses Gelee-artige, das fand ich jetzt nicht so geschmacksintensiv. Und auch von der Konsistenz war das jetzt nicht so wirklich meins. Im Hanado-Markt haben wir dann auch noch dieses Set hier gekauft, das isst man einfach zum Tee. Also in Japan, wenn man dann grünen Tee trinkt, dann serviert man oft eben sowas hier dazu. Das ist so ein Gebäck, also verschiedene Arten. Meistens sind das so Gebäcke mit Bohnenpaste drin oder mit eben Grüntee-Extrakt. Und dann gibt es unten noch so Gelee-Bonbons. Die bestehen eigentlich nur aus Grüntee, so gemischt mit Bohnen und Reismehl eben. So ein bisschen herzhafter, aber auch lecker und mild vom Geschmack her. Ich hole das mal eben raus. Und zwar habe ich mir da schon ein paar von weggenommen, aber ihr könnt noch die anderen sehen. Zum Beispiel hier so ein Gebäck ist dabei. Oder eben diese hier. Und eben auch Soba, so nennt man diese kleinen hier. Also alles, was das Herz begehrt, ist dabei. Sowas hier auch noch. Einfach super lecker. Wir waren auch noch mal kurz beim japanischen Bäcker. Und da gab es auch Brote gefüllt mit Grüntee, Pudding. Und das war auch super lecker. Und das hier schmeckt halt so ähnlich, nur ein bisschen fester von der Konsistenz. Kann ich sehr empfehlen. Ja, das war es jetzt schon von dem ersten Supermarkt. Dann sind wir weitergegangen in der Straße zu dem zweiten. Und das war ein japanischer Supermarkt. Und der war auch von allen dreien, in denen wir waren, am teuersten. Nämlich, der hieß Shoshiku in der Immermannstraße übrigens, falls ihr da mal hin wollt. Und da haben wir nur eine einzige Sache gekauft, nämlich Pocky, weil das so eine Limited Edition ist, wahrscheinlich zum Valentinstag, so wie es aussieht. Das Pocky hat nämlich Herzform und Erdbeer-Pocky liebe ich sowieso auch, weil der Geschmack wieder sehr natürlich ist und so ein bisschen cremig und einfach toll. Wer mag Pocky nicht? Also eigentlich sollte es hier in Deutschland auch mehr Pocky geben und nicht nur dieses langweilige Mikado, langweiligen weißer und schwarzer Schokolade, sondern vielleicht mal ein paar andere Geschmacksrichtungen und Special Editions. Das wäre doch cool. Also Pocky geht immer. Dann sind wir in den dritten Supermarkt gegangen und zwar ist das so ein gemischter wieder und dort gibt es aber auch viel Porzellan, falls ihr auf der Suche seid nach irgendwelchen Schalen und Stäbchen und Getränksschüsseln und sonst was. Und zwar hieß der nämlich Daiyang, also wahrscheinlich eher Taiwan? Na, ich weiß es auch nicht. Ich will mich auch nicht festlegen. Ja, dort gab es einfach die coolsten Sachen, fand ich. Also der hier und der erste waren vom Preis her ungefähr gleich, also recht günstig. Und bei dem dritten hier gab es einfach die coolsten Süßigkeiten, wie ich fand. Im ersten gab es noch mehr allgemeinen Kochsachen, aber wenn ihr Süßigkeiten wollt, geht zu Daiyang. Da gab es irgendwie die coolsten und ich zeige euch mal, was ich da alles geholt habe. Ich habe mir mal wieder ein DIY Candy Kit gekauft. Dieses ist aber nicht von der Marke, von der ich meine sonst hole, sondern von einer anderen. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Und das ist jetzt Hora Dekita. Hier kann man dann so seine
Bonbons selber machen. Das ist, glaube ich, Marshmallow in Wahrheit. Dann noch so eine Art Sirup obendrauf und dann Zuckerstreusel. Und ich finde, es sieht einfach sehr cool aus. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wohl schmeckt. Dann habe ich mir Oreo gekauft mit Matcha-Geschmack. Die habe ich schon so aufgemacht, weil ich gucken wollte, ob die einzeln verpackt sind. Das ist das Doofe an den asiatischen Süßigkeiten, die sind meistens alle einzeln verpackt. Aber diese hier waren die einzigen von allen, die ich gekauft habe, okay, außer Pocky, die nicht einzeln verpackt sind. Die Umwelt leidet ein bisschen. Ja, hier seht ihr es schon, die haben echt so grünen Matcha-Geschmack innen drin. Und ich probiere den mal eben. Oreo geht immer. Und damit Matcha. Super toll. Also wenn man Matcha mag, dann wird man diese hier lieben. Dann habe ich noch mehr DIY Candy Kits. Das ist wieder von der Marke, die wir immer holen. Das ist nämlich dieses Crazy oder wie man das auch immer ausspricht. Poppin' and Cookin' auf jeden Fall. Und hier kann man diese Bällchen hier nachmachen. Kuro Kuro Takoyaki. Kuro Kuro wahrscheinlich... das ist immer diese Lautmalerei, dass irgendwas aufgerollt wird. Auf jeden Fall Takoyaki, seht ihr hier schon, das sind diese Bällchen mit Tintenfisch innen drin. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wohl ist zu machen. Ich liebe ja diese DIY Candy Kits, ihr wisst es ja. Und hier kommen auch nochmal zwei mehr. Tada! Ja, auch von derselben Marke. Einmal eine Bento-Box und einmal ein Sushi-Set. Also, wie gesagt, die hier kann man sogar auch bei Amazon kaufen. Also, wie gesagt, alles, was ich finde im Internet, verlinke ich euch unten. Ich habe ja schon mehrere Videos gemacht zu diesen DIY Candy Kits. Und jetzt habe ich eben noch ein paar mehr. Falls ihr interessiert seid oder falls ihr es gerne mögt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Dann würde ich nämlich auch einzelne Videos dazu machen, wie ich das halt zubereite, wenn ihr das möchtet. Ansonsten verspeise ich sie einfach so und freue mich. Aber das macht eigentlich echt super Spaß. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Falls ihr das verschenken wollt, jemandem eine Freude machen oder falls ihr mit Freunden zusammensitzen wollt und das zubereiten, dann macht das wirklich, wirklich Spaß. Und ja, man kann das zusammen machen und es ist echt lustig. Und das waren jetzt schon alle Sachen aus dem Supermarkt. Ich habe allerdings noch in einem Buchladen zwei kleine Sachen gekauft, die zeige ich euch jetzt mal eben am Rand, damit wir die auch mal kurz gesehen haben. Und zwar habe ich leider den Namen vergessen von dieser Buchhandlung, aber ich glaube, es ist so ziemlich die einzige Buchhandlung in Düsseldorf, die neben Büchern auch noch so andere allgemeine süße Sachen anbietet. Also Manga konnte man da kaufen und Bleistifte und Lineale und Bento-Boxen und alles Mögliche. Falls ihr wisst, wie die heißt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich habe es leider vergessen. Jedenfalls habe ich mir da diesen Block gekauft mit Nyanko drauf. Kutusita. Nyanko, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Auf jeden Fall sieht die aus wie meine Katze. Deswegen wollte ich das gerne kaufen. Und diese Blätter sind einfach so schön und süß. Ich finde das so toll. Also alles, was mit Nyanko ist, finde ich toll. Und auch noch eine Rolle Tape. Und zwar von Chinzi Kato. Die macht ja immer so ganz tolle und süße und detailverliebte Sachen. Und das hier ist jetzt mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf und so Rosen drauf. Und ja, was will man mehr? Das... Otaku-Herz schlägt höher und wie auch immer. Also ich brauche das einfach. Gut, das waren jetzt alle meine Einkäufe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr diese Tutorials sehen wollt zu diesen DIY-Sachen, wie gesagt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video auch schon wieder. Bis dann. Ciao. Ich verlinke euch jetzt nochmal in der Endcard zwei von diesen DIY-Candy-Sets, die ich dann zubereitet habe. Schaut da doch mal vorbei. Ich fand es echt lustig. Wir würden uns auch sehr über ein Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!